Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch die meiner Meinung nach besten Fortnite-Einstellungen für Maus und Tastatur in der neuen Fortnite Season 4. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und Abo da. Kurz vorweg, es gibt natürlich nicht die einen perfekten Fortnite-Einstellungen. Vielmehr ist es so eine Richtung, in die man gehen kann, denn jeder ist vom Körperbau, von seiner Anatomie der Hand natürlich anders gebaut. Deshalb gibt es nicht die einen speziellen besten Einstellungen. Aber ich gebe euch eben eine Vorlage vor, mit der ihr dann selber ausprobieren könnt und dann später feinjustieren könnt, was für euch dann am ehesten geeignet ist. Und es kann natürlich sein, dass bei dem einen oder anderen meine Einstellungen perfekt klappen und bei dem einen oder anderen und andere wiederum mit meinen Einstellungen für Maus und Tastatur nicht so gut zurechtkommen. Aber ihr solltet natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass ihr immer ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. Angekommen in den Einstellungen gehen wir erstmal zu Benutzeroberfläche im Spiel. Da habe ich die HUD-Größe mit 75%. Das ist das Wichtigste, dass es eben nicht zu groß ist, um möglichst viel vom Spiel zu sehen. Da wenn die HUD-Größe zu groß ist, dann tut es mich auch ein bisschen so triggern und nerven, dass da so viel groß angezeigt wird. Angefangen bei den Maus- und Tastatureinstellungen bin ich wieder etwas mit der Empfindlichkeit hochgegangen. Ich bin hochgegangen auf 14,7% X-Achse und 14,1% Y-Achse. Ich bin allerdings auch mit meiner Maus-DPI hochgegangen. Mit meiner Maus-DPI bin ich von 800 auf 1000 hochgegangen. Die Empfindlichkeit des Zielens ist 22,5 und des Zielfernrohrs 27,7. Die Empfindlichkeit im Baumodus habe ich bei 100%, da ich finde, wenn es beim Baumodus schneller ist oder langsamer ist als beim Aimen, man da theoretisch durcheinander kommen kann und ich finde es am besten ist, wenn das Gehirn sich quasi auf eine Empfindlichkeit fokussieren kann. Controller-Eingabe ignorieren habe ich aus, da ich keinen Controller bei mir in der Nähe habe, aber wenn ihr einen Controller habt, der immer angesteckt ist und den ihr außersehen betätigen könnt, dann solltet ihr das Ganze auch anmachen. Und Eingabemethode fixieren habe ich ebenfalls auf aus, genauso wie ich die Tastaturbewegung, also angepasste Diagonalen verwenden, auch aus habe. Mausflug ist eigentlich mittlerweile unnötig geworden, da was einzustellen, da es ja momentan im Spiel keine Luftfahrzeuge gibt. Kommen wir nun zu den Keybinds, dem wichtigsten. Ich habe natürlich erstmal die Standard WASD-Steuerung, wie es sich auch natürlich gehört. Springen natürlich auf die Leertaste. Und jetzt kommt das Interessante, das Sprinten habe ich auf Caps Lock, also auf die Umschalttaste, genauso wie ich das automatische Rennen auf die Alt-Taste gelegt habe, denn ich benutze eigentlich nie das automatische Rennen. Ja. Ducken, drücken, rutschen, halten und so weiter habe ich auf die Steuerungstaste gelegt und das Gehen erzwingen auf Komma, da ich es eigentlich nie benutze. Feuer, linke Maustaste anvisieren, natürlich rechte Maustaste. Und Zielfernrohrmodus umschalten habe ich auf Shift und Nachladen auf R, genauso wie ich Benutzen auf Tab gelegt habe. Denn ihr werdet später sehen, warum ich Benutzen nicht, wie es standardmäßig auf E ist, eingestellt habe. Denn das habe ich fürs Bauen benutzt, aber da kommen wir noch gleich zu. Spitzhacke auf F und dann natürlich die Waffenslots ganz normal von 1 bis 5 mit den Zahlen. Beim Bauen, Ducken, Drücken habe ich auch auf Steuerung. Wand habe ich 5, Boden Q, Treppen 4. Jetzt fragt ihr euch, was ist 5, was ist 4? Und zwar ist es einmal bei mir die Wand, die hintere Mausdaumentaste und Treppen, die vordere Mausdaumentaste. Genauso wie ich das Dach auf E und die Falle auf T habe. Gebäude platzieren, linke Maustaste und reparieren, aufrüsten C, Z und Gebäude drehen, R. Baumaterialien ändern, rechte Maustaste. Allerdings, bei vielen ist es so, dass sie aus Versehen draufkommen auf Baumaterial ändern als rechte Maustaste. Deshalb solltet ihr schauen, ob ihr immer aus Versehen drankommt. Bei mir habe ich es mir abgewöhnt, aber falls ihr wirklich gar nicht damit klarkommt, dann könnt ihr das natürlich auf eine andere Taste drehen. Gebäude bearbeiten, G. Und da ist es ein bisschen kritisch mit Gebäude bearbeiten, G. Ihr solltet schauen, ob eure Hand groß genug ist. Wenn ihr eine kleine Hand habt, dann ist G wirklich zu weit. Wenn ihr eine mittlere oder größere Hand habt, dann ist G meiner Meinung nach perfekt, weil ich komme da trotzdem noch relativ schnell hin und ich habe keine zu große, aber auch ich habe weder eine zu große als auch eine zu kleine Hand, also eine durchschnittliche Hand. Da finde ich es okay, aber wenn ihr eine wirklich kleine Hand habt, dann solltet ihr es nicht auf G machen, sondern auf irgendwas, was näher an WASD ist.
und Gebäudeänderung festlegen, links, ganz normal, und Bauänderung zurück, rechts. Allerdings gibt es auch viele Leute, die dafür das Mausrad benutzen. Mir gefällt das Mausrad nicht so, dass immer ein bisschen Krampf ist, hinzukommen, meiner Meinung nach. Aber falls ihr damit gut klarkommt, könnt ihr natürlich auch das Mausrad verwenden. Kommunikation, das hier, das eigentlich ist das meiste relativ unnötig. Und ich habe Emote dann halt auf B, weil es ja nicht wichtig, irgendwie aufs Emote zu kommen für das Spielgeschehen. Das Ganze ist ja, da kann man sich dann einen weiteren Weg für die Hand natürlich in Kauf nehmen. Dann Spitzhacke an, aus, kann man theoretisch auch F legen und Falle ausrüsten auswählen. Habe ich ja schon oben T, deshalb ist es F eigentlich doppelt gemoppelt. Ja, und das waren auf jeden Fall dann jetzt die wichtigsten Settings für die Maus und Tastatur. Falls ihr wollt, dass ich ein Controller-Video zu den Controller-Settings mache, dann schreibt es auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Das war es dann auf jeden Fall mit dem Video. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ab damit in die Kommentare. Lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.